Fischerteppiche, wir kennen sie als Freester Fischerteppiche, sind in die Liste als immaterielles Kulturerbe eingetragen worden, unter dem Namen Vorpommersche Fischerteppiche. Das ist eine Situation, wir wussten alle, dass das etwas Tolles, etwas Besonderes ist. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß und es wird für die gesamte Welt öffentlich und offensichtlich. Unser Ziel ist es nun, in der nächsten Zeit hieraus ein Stück weit Bekanntheit noch zu erlangen für die Teppiche hier vor Ort. Und dazu ist auch diese Feier, die wir heute ausgerichtet haben, Heiko Miras und ich. Und Heiko Miras hat mich angerufen und hat gesagt, du hör zu, es ist geschafft, wir haben die Eintragung, wollen wir daraus nicht einen schönen Nachmittag machen? Das haben wir heute und ich denke, wir werden das jetzt feiern. Und ich ahne auch schon, dass das ein oder andere Projekt für die Zukunft heute Nachmittag entsteht. Herzlichen Dank allen Knüpferinnen und Knüpfern, die dazu beigetragen haben und all denen, die es geschafft haben, diese Eintragung durchzubringen. Herzlichen Dank.